Was bist denn jetzt so? Sag mal, jetzt mal unter uns. Ist die Garage klein? Oder ist Ellie einfach riesig? Hm. Lass rollen, Ellie, lass rollen. Hat das wer gehört? Nee. Bestimmt Leute, die schieben das hier hoch und wollen dann da hochspringen, oder? Funktioniert das? Nee, das habe ich mir schon gedacht. ich wollte es einfach nur ausprobieren. Geklappt. Oh. Verdammt, was ist das? Eine Art Bombe? Das ist der ultimative Rattenvernichter. Twitch Prime is not a crime. Moin zusammen. Okay, was machen wir denn jetzt? Rückstoß, Chat. Okay, mal gucken, wie Ellie Rückstoß baut. Okay, wir schrauben was drauf. Das ist gar nicht mal so falsch. Die ist schon komplett ausgebaut, ne? Ja. Okay, ich hätte jetzt irgendwas Langes erwartet. Okay. Naja, gut, aber ein neuer Griff tut's auch. Ich hätte jetzt eher gedacht, wir machen da eine lange Stromschlinge raus. Nun. Nee, nein, nee, nein. Ah, nein. Das war die falsche Taste. Nutzlos, Dankeschön für 10 Monate. Vielen Dank. Warte mal. Nee. Wir müssen nochmal auf den Hof. Ha! Das hätten wir fast vergessen. Hier ist noch ein Zettel. Müssen wir wegheften. Okay. Ich krieg den Ordner fast gar nicht mehr zu. So viel ist da drin.
teile das mit dem Ordner auf sich. Kain, ich bin heute extra in Schreibwarenladen gefahren und habe einen Ordner geholt, weil wir so viel Papier einsammeln in The Last of Us 2, dass ich keinen Platz mehr hatte im Rucksack. Und ich habe mir gedacht, wir ordnen das einfach vernünftig ein in so einen Ordner. Und dann haben wir The Last of Us für die Nachwelt aufgehoben in Papierform. Das heißt, falls irgendwann nochmal einer irgendwie die Story lesen will, kann er das machen. Wir haben alles vorsortiert. Für die Leute. Bist du jetzt Archivar? Yes. Bra! Soll ich sonst machen mit den ganzen Zetteln? Sind das zwei? Oh. Also, einen Molotov-Cocktail und eine Schrotflinte. Okay. Klingt fair. Dafür, dass das die großen Mobs sind. Die sind knusprig durch. Wie geht's dir, Svenny? Alles gut bei dir? Ja, bei mir ist auch alles super, Svenny. Alles gut. Guck mal, gestern beim Baumarkt haben ein paar Pflanzen gekauft, so Gewürze und Erdbeeren. Und, was haben wir noch geholt? Ein paar Sachen für draußen. Damit mal so ein bisschen Grünzeug in der Wohnung ist. Also bald gibt's eigene Gewürze. Also nicht Gewürze, aber so Thymian, Schnittlauch, Petersilie, sowas halt. Was sind Hochbeete auf dem Balkon? Nee, einfach so eine Dings hier, so eine Körbe. So eine große. Wie klappt das mit den Katzen und den Pflanzen? Das sind alles, keine giftigen Pflanzen für die Katzen, also wenn die das essen, dann ist das nicht schlimm. Outdoor Sportsman. Okay, Präzision. Jetzt nicht so der Plan.
Ihm einen vielen Headshot gegeben. Hätte ihm gerne einen Headshot gegeben. Okay. Konzentration. Auf den Hügel. Das Duct Tape ist voll. Jetzt fehlen uns Lumpen. Sorry. Mal sehen, vielleicht finden wir irgendwo Lumpen. Das ist ein Barber. Ein echter Tattoo-Laden. Ein Tattoo-Laden. Jetzt. Okay, das ist aber jetzt der Friseur. Ja, das war nur der Spruch, der da drauf stand. Die Übersetzung ins Deutsche dann. Buchhalter. Gewesen. Safe. Hey, wir brauchen noch die Kombination. Okay, wo ist die Kombination für den Safe? Das ist reiner PS4-Titel, ja. Da hängt hier genau dasselbe Ding wie hinten drin. Abheften? Das habe ich doch schon abgeheftet. Das war doch schon in dem Ordner drin. Das ist doch ein altes Stück Papier gewesen. Was seid ihr denn für Archivare, Mensch? Manu! So, wo kriegen wir jetzt diese Kombination her? Hier! Da! Auf der ersten Seite ist das letzte Stück Papier, was ich gerade in der Hand hatte. Da! Manu! Okay, shit. Wir haben kein Code.
den Code irgendwie übersehen? Dina ist schwanger. Bei ihr kickt die Schwangerschaft rein. Sie hat Schwangerschaftsübelkeit und wir haben sie jetzt zurückgelassen. Sie überwacht die Situation. Aber was sie da überwacht, wissen wir alle nicht. Nee, die Zombies. Keine Ahnung, wo der Code ist hier. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir später nochmal wiederkommen oder so. Ich glaube mal eher, wir müssen später nochmal wiederkommen. Irgendwoher fehlt uns was. Dankeschön. Kann hier nicht mal bitte eine junge, aufstrebende Dame ihre Arbeit machen? Ich hab hier Papier abzuheften, verdammte Scheiße. Gebt mir doch dabei nicht auf den Sack. Das ist ein harter Job, ja? Kann man nicht mal seinen Pflichten nachgehen.
30, 82, 65. Hungry Evil, das sind deine Körpermaße. 30, nicht viel. 80 geht so und 65 ganz schön schmal. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt Rückschlüsse darauf ziehen sollte, war deine Jugend sehr viel gepaart mit Alkohol, Freundchen. Birne weich, Bauch dick, Arsch dünn. What? Evil, das hast du jetzt gesagt. Ich hab das nicht gesagt, Evil. Du hast das... Bevor das jetzt wieder heißt hier. Sehr schön. Oh, da ist ein Holz da drin. Gut. Woher weißt du das? Mr. 140 Kilo. Maga, tut mir leid, bei mir ist das nicht anders. Bei mir ist das nicht anders. Ich habe nur ein bisschen mehr Glück, dass ich irgendwann mal einen Wasserschädel gekriegt habe, okay? Also ich habe hier 90, hier 120 und unten 80, okay? Wasserbirne, fetter Bauch vom Fressen und einen dicken Arsch vom Rumsitzen. Meine Maße sehen nicht besser aus. Das gibt eine Umarmung. Ich habe Abmahnung gelesen. Das gibt eine Abmahnung. Klassische Streamer-Maße. Ist so. Ganz klar. Kannst du den Holz ja zeigen? Ich wüsste nicht wie. Und sieht ihn leider doch am Bein, da an der Seite? Doch, an der Seite, da sieht man ihn. Twitch Prime is not a crime. Aber sie holt ihn leider... Auf geradem Weg zu 36D. Haben wir rechte Taste? Ich kann das leider nicht angucken für den. Nein, also. Alasa, Dankeschön für 32. Ja, der wird bestimmt einen Boni haben. Nur für den Fall. Nur für den Fall, also. Okay, wo ist denn der Fall? Wow, was war das? Oh, shit. Sei am Leben, Tommy. Ah, der Holzer bedeutet einfach, dass wir zwei Waffen haben können für die. Der bedeutet einfach, dass wir zwei Handfeuerwaffen haben können. Okay. Bagger, das macht jetzt richtig Spaß. Nur das Aim halt eine Katastrophe. Ah!
Warum brauchen wir eigentlich Alkohol? Oder ist das Öl? Wir haben ja zwei Flüssigkeiten. Ich glaube, das ist Öl dann wahrscheinlich, oder? So, Boys, habt ihr was fallen lassen? Oder? Nee, warum auch? Ist jetzt so gut wie der erste. Guck einfach zu, Alasa. Mach dir selber ein Bild. Mach dir besser selber ein Bild. Das artet, wenn wir diesen. Oh, perfekter Zeitpunkt für eine Pause. Ah, schön im Pool, du. Ah, ja. Da kann man schon mal die Füße hochlegen. Ich meine, das Wasser ist nicht das sauberste, aber an so einem heißen Tag wie heute, da ist das, glaube ich, egal. Ob das Wasser ist? Weiß ich nicht. Was soll denn das sonst sein? Was soll denn das sonst sein? Vielleicht hat ein Zombie reingepupt. Ja, das kann gut möglich sein. Aber ich glaube, Zombies grundsätzlich sind so schon ausgepupt. Findet da eine Wassergeburt statt? Oh, Dina? Dina? Hallo, wie wär's mit Wassergeburt? Wir haben noch nicht wirklich über deine Schwangerschaft gesprochen, außer dass du in Eimer gebrochen hast. Steht denn die Wassergeburt zur Option? Ja, so läuft die Kommunikation zwischen Dina und mir. Richtig, gar nicht. Weil, wie denn auch? Nun, das Babyphone hat leider keine Batterien. Ich wusste, dass das Geburtsgeschenk ein Problem ist. Funksprüche mit Over beenden. Ah. Ah, keine Ahnung, also solange wir uns nicht mit Telepathie unterhalten, wird das, glaube ich, ein bisschen schwer mit der Kommunikation. Na Mensch, wer hätte das gedacht? Zettel. Schau mal schnell einen Aktenordner. Okay. Thank you.